Marzahn, ein Plattenbauvorort von Berlin. Jörg Börjesson trägt schwarzes Hemd und Jeans. Dunkle Haare, oben Schütter, unten im Nacken gewellt. Die Haut sieht müde aus, die Augen hellblau und frisch. Als erstes bin ich vom Beruf Mensch. Ich habe eine Mission, die ich bis zum Erbrechen durchziehen werde, weil es geht mir um die Jugend und es geht mir um die Gesundheit der Jugend in Deutschland. Jörg Börjesson steuert auf den Eingang der Sports Factory, ein Zweckbau im Grünen, zu. Gerade kommt er von Dreharbeiten für eine Aufklärungs-DVD der Berliner Polizei. Der Mann ist Deutschlands wahrscheinlich einziger hauptberuflicher Doping-Aufklärer. Er lebt von Honoraren für Vorträge in Schulen, Jugendzentren und Fitnessstudios. Doping, sagt er, gibt es überall. Jede Sportart hat auch seine eigenen Dopingmittel. Beim Snowboard, wo Hasch und Marihuana eingesetzt wird, weil sie dann risikofreudiger sind. Beim Boxen, da werden weniger Hormone eingesetzt, sondern mehr mit Aufputschmittel und also Amphetamine, angriffslustiger und so weiter, schmerzunempfindlich zu sein. Beim Fußball wird dann mehr auch mit konditionell, mit Asthmamittel und so weiter. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil verantwortliche Trainer, ob jetzt der Hoeneß und Magath, wie sie alle erzählen, ach, Doping bringt ja im Fußball nichts. Stimmt ja gar nicht. Die Eingangshalle der Sports Factory. Riesig und flach wie eine aufgepumpte Garage. Börjesson sieht aus wie einer, der gerade zum Training kommt. Kante oder Schrank nennt man Typen wie ihn. Breit, massig, stark. Scheint vor Gesundheit zu strotzen. Er schüttelt den Kopf. Magen und Darm sind kaputt. Dopingopfer wie ihn erkennt man nicht auf den ersten Blick, sagt der End-30er. Ganz schnell kann ich morgen eine Rechnung kriegen, eine Dopingrechnung, die mich nicht mehr aufstehen lässt. Krebs. Das ist die Geschichte, die auftreten kann. Wer weiß, was in mir wächst, in mir brodelt. Aber solange mein Kopf noch frei ist, ziehe ich das Ding durch. Börjesson klebt ein Etikett auf den Klettverschluss auf seinem Hemd. Dopingfrei steht drauf. So heißt auch seine Homepage. Es gibt die Zahlen mit 200.000 wird ewig oder 250.000. Klar, die sind Realität, die gibt es. Das sind aber nur welche, die zum Beispiel zu Hause trainieren, in den Klicken unterwegs sind. Wenn dann aber noch diejenigen, die in den Jugendzentren mit Fitnessraum und die ganzen Tausenden von Fitnessstudios, wenn die noch dazukommen und dann alles, was mit den Berufen, Soldaten, Polizeibeamte, noch dazukommt, da sind wir über 1 Million. Jörg Börjesson nimmt eine Mappe unter den Arm und geht in den Trainingsraum. Eine fabrikgroße Halle mit einem breiten Fensterband unter der Decke. Unten am Boden ein blauer Leopardenmusterteppich. Wie in der Arztpraxis hängen an den Wänden anatomische Bilder, Skelette und Muskelaufbau. Daneben sitzt ein Gesundheitsberater. Die Sports Factory engagiert sich für medizinischen Kraftsport. Es riecht wie frisch gelüftet. Überall verteilt Apparaturen, in denen muskulöse Menschen klemmen, schwitzen, stöhnen. Rudergeräte, Crosstrainer, Laufbänder, Stepper. Jörg Börjesson schaut sich kurz um und steuert zwei Männer an. Beide gut durchtrainiert. Einer stemmt gerade Gewichte. Das ist auch eine gute Übung hier, so für Brustmuskulatur und so. Die beiden unterbrechen das Training, sehen den Dopingaufklärer interessiert an. Der kramt schon seine Fotos aus der Klarsichthülle. Auf dem Bild, der 20-jährige Jörg Börjesson drückt die Arme zusammen. Ein Athlet, kein Muskelmann. Der ältere der beiden Männer, Ralf, stemmt die Hand in die Hüften und schaut den Fotomann ratlos an. Auf dem Bild ist nichts Besonderes zu sehen. Und dann habe ich eben den Fehler gemacht. Da war bei uns im Studio, da war jemand eingeladen, den kann ich so aus den Fitnesszeitschriften. Idol, Vertrauensperson. Und dann hat der im Umkleideraum aus der Trainingstasche heraus uns schon so die ersten kleinen Pillchen gegeben. Und dann habe ich mich körperlich in der Richtung so verändert, dass ich dann nachher so ausgesehen habe. Oh, aber man weiß wie. Ralf schaut genauer auf das 20 Jahre alte Börjesson-Bild. Arme wie Beine. Beine wie Säulen, 70 cm Umfang, schwellende Muskeln, starre Augen. Solche Typen kennt jeder Kraftsportler. Man spricht drüber, aber niemand wird zugeben. Die geben es nicht zu und meinen, naja, ich sehe eben so aus. Ja, also keiner sagt offiziell und steht dazu, ja, ich dope oder irgendwas. Ja, man sieht es ja. Man kennt ja auch die Quellen. Über das Internet ist ja alles kein Problem heutzutage. Ne? Wer aussieht wie ein Michelin-Männchen, ist medikamentenabhängig, sagt Börjesson. Punkt. Und greift das nächste Foto. Und nachher dann so. Oh, Brust. Sieht aus wie eine weibliche Brust.
Ja. Marco, der jüngere der Bodybuilder, schaut auf den Boden. Mitte 20, Musterkörper, schönes Gesicht, grinst verlegen. Körbchengröße B habe ich gehabt, witzelt der Ex-Doper. Damals wandelt sein Körper Testosteron in weibliche Hormone um. Eine typische Nebenwirkung. Nach einer Anabolika-Kur droht Brustkrebs. Mein Schlüsselerlebnis war gewesen, ich kam aus der Dusche raus, mein Sohn stand vor mir, der war 3, vielleicht 4 Jahre alt und sagte zu mir, Papa, bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Die haben mir da über 400 Gramm beschädigtes Brustdrüsengewebe haben sie mir da rausschneiden müssen. Über 3 Stunden haben die mich da operiert. Da habe ich einen Film davon machen lassen und jetzt gehe ich in Schulen rein, Jugendzentren und zeige die alle. Ganz eklig, ja. Marco zieht die Nase angeekelt kraus und Jörg Börjesson nickt zufrieden. Wieder 2 mehr, die Bescheid wissen. Wir müssen in Kontakt bleiben. Nee, wirklich. Jörg Börjesson nimmt das Doping-Freischild wieder ab. Im Dienst bleibt er trotzdem. Bis in die Nacht hinein.